Als ich gestern Abend auf der Couch lag, ist mir ein Video in den YouTube-Feed aufgefallen, und zwar von Hubertus Koch. Hubertus Koch, der Name hat mir irgendwas gesagt, und er redet über Geld. Und immer wenn es um Geld geht, werde ich sehr neugierig, und in diesem Video schauen wir uns mal zusammen sein Video an, wo er darüber redet, wie er eigentlich als Filmemacher Geld verdient. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Hubertus Koch ist, ich gucke mal auf Wikipedia. Wikipedia sagt, Hubertus Koch ist deutscher Journalist, Filmemacher und Autor. Und Hubertus Koch hat ein Video hochgeladen, das heißt Lützi Follow-up vom Filme und Geld machen. Hasse mal ein paar Euro. Das finde ich ganz spannend. Filmemacher haben wir einige in unserer Mandantenbasis. Unsere typischen Mandanten sind Kameraleute, Journalisten, Filmemacher und so weiter. Das heißt, das ganze Geschäftsmodell, Filme zu machen, das kenne ich sehr, sehr gut. Hubertus Koch ist nicht unser Mandant, deswegen ich weiß nur die Informationen, die da in dem Video sind. Aber das ganze Thema fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, wir schauen uns einfach mal zusammen dieses Video an und ich kann vielleicht auf so ein paar Punkte eingehen, wie das Geschäftsmodell funktioniert und so weiter. Und in diesem Sinne springen wir doch direkt ins Video rein. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich meine Filme nur noch Crowdfunding-mäßig machen und die anderen Formate, die ich mir da so ausdenke, die mache ich mit Sendern. Aber die Filme nur noch Crowdfunding-mäßig. Nur so funktioniert es nicht. Das ist schon mal ganz interessant. Hier geht es offensichtlich um Crowdfunding-Film. Von schönen Kommentaren kann ich nicht leben. Triggerwarnung. In diesem Video geht es um Geld und ich brauche mehr davon. Sehr gut. Also, es geht um Geld. Deswegen sind wir ja da. Und ehrlicherweise, ich kenne das von wahnsinnig vielen, ohne jetzt seinen konkreten Fall schon zu kennen, kenne ich das von vielen Kreativberufen. Die machen sehr viel aus einer Leidenschaft getrieben, würde ich mal sagen, und wenig rein aus Finanzkalkül. Deswegen kennen das viele Kreative, dass es ihnen zwar auch um eine Sache geht und dass ihnen natürlich Feedback auch wahnsinnig wichtig ist, sie aber trotzdem halt irgendwie davon leben müssen. Und on top ist das ganz häufig so, dass das fast irgendwie verpönt ist, auch nach Geld zu fragen. Und dass es sich für die Leute auch schwierig anfühlt häufig. Und ich glaube jetzt auch die Kommentare, die eingeblendet sind, die ja sehr, sehr positiv sind, das ist so Applaus. Aber von Applaus allein füllt sich halt nicht der Kühlschrank und kann man auch nicht die Miete bezahlen. Hubertus scheint da jetzt ein bisschen Klartext mal zu sprechen. So wie wir alle, aber ich will es dir erklären. Euer liebstes Kapitalistenschwein Hubi Koch. Ey, er ist doch gar kein Aktivist, er will nur die Kohle, so ein Wichser. Mein genau das ist so dieses, und das kennt, glaube ich, wirklich im Kreativbereich wirklich fast jeder. Dieses, ich will auch was Gesellschaftliches erreichen, ich will aufklären, ich möchte irgendwas Positives erreichen und muss trotzdem irgendwie davon leben. Und das fühlt sich immer an wie so ein Zwiespalt, ist ehrlicherweise in unserer Gesellschaft irgendwie auch immer der Fall. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Hubertus sich da jetzt einiges anhören muss oder einige Kommentare da sind, dass er ja gar nicht wirklich hinter seiner Message steht, weil er will ja nur Geld machen. Vielleicht ein Satz zu diesem ganzen Thema, dieses, das machst du ja nur für Geld. Ey Leute, wer geht nicht wegen Geld zur Arbeit? Man kann doch trotzdem auch als Angestellter Spaß an der Arbeit haben und der Hauptgrund, warum man hingeht, ist trotzdem das Geld. Das ist bei Selbstständigen nicht anders, das ist bei einem Filmemacher auch nicht anders. Man kann ja trotzdem hinter einer Message, hinter einem Projekt und sowas stehen und trotzdem damit Geld machen müssen, weil ich meine, irgendwovon muss man leben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch bei Content-Creatern immer Kommentaren, das machst du ja nur für die Klicks oder nur fürs Geld. Ja, natürlich, du gehst doch auch nur zur Arbeit wegen dem Geld. Also das ist ein Vorwurf, der vollkommen Quatsch ist, der aber gerade in so einem Bereich liest man den ständig immer. Und ja genau, mit seinem Kommentar geht er ja schon eigentlich darauf ein, dass das ein großes Thema ist. Zerrad-Film hatte 180.000 Klicks nach 4 Tagen und war eine Crowdfunding-Produktion. Das bedeutet, ich erzähle dir diese Geschichte von Lützerath und du kannst mir dann Geld geben, von denen du glaubst, dass das angemessen ist dafür. Bei 180.000 Klicks gab es 290... Ah, das heißt, er hat den Film veröffentlicht und Leute haben dann Geld gespendet. Also Crowdfunding ist eine Spende, aber nicht im steuerrechtlichen Sinne eine Spende, sondern es ist eine freiwillige Zahlung. Das heißt, bedeutet aber auch bei Hubertus ist das keine Spende, kein steuerfreies Einkommen oder sowas. Und du kannst es auch in deiner Steuererklärung nicht als Spende absetzen, sondern es ist halt einfach, du legst den Preis selber fest. Das ist nach Steuerrecht keine Spende und Hubertus muss darauf selbstverständlich Umsatzsteuer und Einkommensteuer zahlen. Auf jeden Fall. Sein Risiko ist halt, dass er nur nicht weiß, wie gut es anschließend funktionieren wird. Das heißt, wir wissen jetzt aber 180.000 Klicks, jetzt sagt er hier Pay-Per-View, zeigt aber gleich, dass es 290 Transaktionen gab. Das heißt, von 180.000 Menschen haben 290 ihm per PayPal Geld geschickt. Das
sind wenige Prozente. Also es sind offensichtlich nicht jeder musste was bezahlen, sondern er hat im Wesentlichen per PayPal Geld bekommen. PayPal im Durchschnittswert von 16 Euro. Das heißt, 290 Transaktionen, durchschnittlich 16 Euro. Ergibt 4.604 Euro Einnahmen bei PayPal. Ach, cool. 4.604 Euro Umsatz. Wichtig hier, das ist Bruttoumsatz. Das heißt, darauf muss Hubertus ganz am Anfang schon einmal Umsatzsteuer abführen. Das heißt, das ist überhaupt gar nicht das Netto, sondern die Umsatzsteuer kommt sofort weg. Im Nettoertrag muss er dann erstmal seine ganzen Kosten decken, also die Reisekosten, falls er einen Dienstleister hat und so weiter. Und dann bleibt ein Gewinn, auf den er dann auch nochmal Steuern zahlen muss. Das ist ehrlicherweise bei so einer Doku 4.600 Euro Gesamtumsatz natürlich nicht besonders viel. Dazu kamen ca. 800 Euro Einnahmen über mein GLS-Konto. Okay, das heißt, er hat auch noch so ein Spendenkonto, also Spende, weil es ist steuerrechtlich keine Spende. Das heißt, da kam nochmal mehr Geld rein. 5.400 insgesamt. Macht 5.409 Euro plus. Danke dafür. Demgegenüber stehen Ausgaben wie Kameramann und Kameraassistent macht. Das, genau, hier sagt er schon, was für Kosten stehen da gegenüber. Kameratechnik, also Kameramann und Assistenzkamera, sind nun mal 3.741 Euro an Kosten, was krass ist. Das wird aber bei weitem nicht alles sein, weil er wird ja auch Reisekosten gehabt haben, er wird selber dran gearbeitet haben, er braucht einen Computer, um daran zu arbeiten. All die ganzen Sachen, die man so braucht, um Filme zu produzieren. Das heißt, das sind bei weitem natürlich nicht alle Ausgaben, die er hat. 3.741 Euro minus. Jeder soll für die Arbeit, die er macht, angemessen bezahlt werden. Dass das nicht so ist, weiß ich. Pflege und so weiter und so fort. Aber ich mach das. Ich habe meinen Kameramann bezahlt. So sieht die Rechnung von meinem Kameramann aus. Sehr cool. Also sehr, sehr transparent hier, Hubertus. Das ist die Rechnung, die er bekommen hat von seinem Kameramann. Gucken wir uns einmal an. Das heißt hier Drehtätigkeiten für das Projekt Klima, Krimi, Kohle. Er hat die Drehtage einmal aufgelistet. Und hier Kameramann, Tagessatz 450 Euro. Das ist ehrlicherweise auch für einen Kameramann 450 Euro pro Tag als Selbstständiger. Der Kameramann ist ja ganz offensichtlich auch selbstständig. Das ist nicht so viel. Es ist jetzt auch nicht super schlecht. Also Kameraleute sind zum Teil echt dramatisch schlecht vergütet. Aber es ist okay. Und sagt er hier, Hubertus sagt das ja auch, der Kameramann soll sein Geld bekommen, der macht Arbeit, er soll auch fix bezahlt werden. Das heißt hier einmal 450 Euro pro Tag, 1.350 Euro also für die Arbeit des Kameramanns, dann nochmal eine Gebühr für die Kamera. Gut, hier ist ein Rechenfehler. Hier ist natürlich auch dreimal, also an drei Tagen hat er natürlich die Kamera genommen und dann einmal Überstunden pauschal vergütet, weil es kein 8-Stunden-Tag, sondern wahrscheinlich ein bisschen länger war, nochmal 450, sind dann netto 2.850 Euro. Hubertus hat jetzt natürlich nur mit den Bruttobeträgen gerechnet, ist auch fein. Am Ende ist natürlich sowohl seine Einnahmen als auch Ausgaben, müsste man eigentlich das Netto rechnen und dann damit verrechnen. Für Cash auf dem Konto macht das jetzt aber erstmal keinen Unterschied. Das heißt, er hat hier auf jeden Fall 3.391,50 Euro an Kosten für externe Dienstleister. Und damit ist ehrlicherweise der große Betrag auch schon aufgefressen, glaube ich, von dem Gesamtumsatz. Der berechnet seine Dienstleistung, seine Technik und seine Überstunden. Und weil ich mit dem schon fürs ZDF oder Y-Kollektiv gearbeitet habe, bezahle ich ihn zu den gleichen Konditionen. Das ist alles möglich, weil ihr spendet. Weil ihr gespendet habt und ich die laufenden Kosten dieser Crowdfunding-Produktion von Lützerath decken konnte. Danke dafür. Aber. Jetzt wird spannend. Aber jetzt geht es um Geld, das ist für ihn sich wahrscheinlich nicht lohnt. Für mich reicht's nicht. Ja. Und das finde ich doof. Und dann sagen Leute, du musst das anders machen, du musst Livestreams machen, TikTok, lass dir die Karussells schicken und die Kirschen und so weiter und Twitch und alles Mögliche und überall Donations einstellen. Digga, da habe ich keinen Bock drauf. Meine Auffassung ist, ich bin kein Internetmensch, sondern ich bin Filmemacher. Und ich erzähle dir diese Geschichte von Lützerath und du kannst mir dann Geld geben, von denen du glaubst, dass das angemessen ist dafür. Pay-per-view. Genau, das ist halt super schwierig. Ich glaube auch, dass er sehr viel mehr Geld verdienen könnte, wenn das anders vermarktet und so weiter. Aber ich sehe das vollkommen, wenn er sich als Filmemacher, als Journalist sieht, dann will er das halt machen und will nicht 80-90% seiner Zeit darauf verwenden, Social-Media-Sternchen zu werden. Und ehrlicherweise ist das gerechtfertigt alles. Vielleicht kennst du das Video, wo ich die Top 10 Einkünfte von YouTubern in 2022 vorgestellt habe. Wenn nicht, das Video verlinke ich dir oben rechts einmal. Und wo man dann sieht, was einige Reaction-YouTuber an Geld verdienen, indem sie Content von anderen nehmen und darauf reagieren, das ist krass. Und wenn da denn einer ist, der tagelang an einem Projekt arbeitet und schneidet und für den bleibt fast nichts übrig, das ist natürlich schwierig. Ich verstehe seinen Gedankengang vollständig. Per View. Ohne Paywall, ohne Werbung, nur freiwillige Spenden von denen, die es können. Einige von euch haben das getan. Nochmal vielen Dank, weil laufende Kosten sind gedeckt.
Aber das muss man, glaube ich, noch viel expliziter erzählen. Der erste Crowdfunding-Film, den ich gemacht habe, Dannenröder Forst, endet mit, ey, Filme machen kostet Geld, spende mir dein Geld. So endet der Film. 17.000 Euro kamen rum, ich konnte... Krass, ja, 17.600, das ist deutlich mehr, auch weil er es halt explizit gesagt hat. Hier steht auch vor Steuer, stimmt, das ist halt nur das Geld, was bei ihm ankommt. Da geht erstmal Umsatzsteuer ab, dann muss er alle Betriebsausgaben, also alle Produktionskosten abziehen und dann hat er nochmal Einkommensteuer auf den Gewinn. Ich konnte alle branchenüblich bezahlen und wurde auch gut branchenüblich bezahlt für diesen Film. Bei dem Lützi-Film habe ich jetzt am Schluss gesagt, ey, komm zur Demo, zeig, dass das scheiße ist mit der Braunkohle. Ich habe nicht gesagt, gib mir dein Geld, weil ich habe mich schäbig gefühlt, diese emotionalen Aktivistengeschichte zu erzählen, um dann selber da hinten rauszuwinken und zu sagen, hey, und jetzt gib mir Geld. Ja, genau das ist das Dilemma, um das es geht. Willst du eigentlich was Gutes machen, musst davon auch leben. Und da die Balance zu bekommen, ist schwer. Also ich spreche jetzt nicht groß aus eigener Erfahrung, Steuerberatung. Ja, ich hab zwar auch schon Steuererklärungen und gemeinnützigen Vereinen geholfen, aber in erster Linie hat man das in dem Beruf Steuerberatung jetzt nicht diesen Gewissenskonflikt, aber ganz, ganz viel kreative Filmemacher, Journalisten und so weiter haben diesen Konflikt immer. Das hat sich angefühlt wie schäbig angefühlt. Aber gleichzeitig, wenn ich Kassensturz mache und sehe, ich habe jetzt 5.409 Euro Einnahmen, sprich mir bleiben 1.668 Euro vor Steuer. Genau, auch hier vor Steuer nicht mal 1.700 Euro, Umsatzsteuer weg und so weiter. Das ist wenig. Und man sieht ja auch, dass 2/3 seines Umsatzes beim Kameramann gelandet ist und nicht bei ihm. Vor Steuer? Da muss ich sagen, du Bruder, also muss ich mir selbst sagen, Hubi Koch, du, schön, dass du die Aktivisten so abfeierst, schön, dass du dein eigenes Ding, Crowdfunding auf YouTube machst, aber du bist selbstständig, du bist freiberuflich, du bist Filmproduzent und somit auch Unternehmer und dahingehend ist das ziemlich dumm, wie du das machst. Es ist dumm, wenn ich die Vergleichswerte nehme, was ich bei Y-Kollektiv, ZDF, ARD, RTL normalerweise für meine Arbeit pro Tag als Reporter, als Redakteur in der Vorbereitung, im Schnitt, in der Schnittregie und so weiter bekomme. Und ja. Ja, genau. Und hier blendet er auch so ein bisschen ein, und das können wir uns gerne auch mal angucken, seine Wikipedia-Seite, Auszeichnung und Nominierung. Deutscher Fernsehpreis, Webvideopreis, Grimme Online Award, außerdem nominiert für den Grimme-Preis und auch nochmal nominiert. Das heißt, der hat einiges erreicht in seinem Beruf, in seinem Bereich. Und er spricht auch einen spannenden Punkt an. Wenn er jetzt einfach Auftragsarbeit machen würde für ARD, ZDF, Y-Kollektiv und so weiter, den kriegt er natürlich fest bezahlt. Ähnlich wie jetzt hier sein Kameramann. Das heißt, dann kann er viel besser planen, kriegt im Zweifel auch das ganze Setup außenrum gestellt. Er muss natürlich seinen eigenen Kameramann dann nicht mehr bezahlen, weil da dreht er ja dann mit den Kameraleuten vom ZDF und so weiter. Das heißt, da ist das Ganze anders. Und so wie ich das bei unseren Mandanten aus dem Filmbereich auch kenne, gibt es eigentlich, würde man sagen, so 3 unterschiedliche Modelle, wie man abrechnen kann. Das erste ist wirklich einfach Auftragsarbeit. Das heißt, dann geht er hin als Reporter, schreibt auch einen Tagessatz irgendwie auf die Rechnung und kriegt das dann bezahlt. Ganz wenig Risiko, ist so ein bisschen fast wie ein freierer Angestellter, weil er hat einfach sein planbares Einkommen. Dann gibt es, ich würde mal sagen, den unternehmerischen Aspekt. Du kriegst trotzdem Auftrag, koordinierst aber alles und bezahlst auch deine Dienstleister selbst. Das kenne ich vor allem, also ich habe gerade einige Mandanten im Kopf, die gerade so Musikvideos produzieren. Das ist ganz häufig so, dass eine Plattenfirma zum Beispiel Musikvideo in Auftrag gibt, 25.000 Euro dafür bezahlt, 30.000, 40.000 und dann muss diese Person, also der Filmemacher, quasi alles koordinieren. Die Statisten finden, die Location finden, Kameraleute und so weiter und sorgt dafür, dass alles rankommt und dann, dass idealerweise auch ein Gewinn übrig bleibt. Das ist auch planbarer. Da steckt schon mehr Unternehmergeist quasi drin, weil du als Filmemacher erstmal das ganze Netzwerk brauchst, die Leute kennen musst und uns koordinieren musst. Aber du kannst, wenn du gut bist, gute Preise raushandelst und so weiter, kannst du natürlich den Preis fürs Gesamtprojekt anheben und eventuell günstiger auch deine ganzen Ressourcen einkaufen. Und damit kannst du deinen Gewinn steigern. Was Hubertus jetzt macht, ist natürlich nochmal das nächste Level, dass er quasi seinen Film selbst vermarktet und wie er gesagt hat, nicht mal mit Paywall oder so, dass er ihn verkauft. Er könnte ihn jetzt auch drehen und einfach verkaufen. Dann würde jeder bezahlen, der ihn schauen möchte. Er geht da jetzt einen anderen Weg und sagt, naja, ich möchte das erstmal die Leute schauen lassen
Und dann hoffe ich oder gehe ich davon aus, dass die Leute mir anschließend irgendwie Geld zukommen lassen. Sehr, sehr ehrenwert, sehr, sehr idealistisch, glaube ich. Unternehmerisch, hatte aber recht, ist das hundertprozentig nicht finanziell der smarteste und beste Weg. Was vielleicht auch für ihn gar nicht das Wichtigste ist. Aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass er solche Projekte umsetzen kann, dass das geht. Das heißt, das sind so die unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Und wenn du zum Beispiel gerade in dem Bereich anfangen möchtest, würde ich dir immer erst empfehlen, mach Tagearbeit, wo Leute dich einfach buchen. Das ist planbar, da läufst du nicht Gefahr, im Minus zu landen und so weiter, wie es bei ihm der Fall ist. Und er ist jetzt ja kein Neuling in der Branche. Ja, es ist ein bisschen aktivistisch, aber ich bin ja kein Aktivist. Es ist ja mein Beruf. Also irgendwie... Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich meine Filme nur noch Crowdfunding-mäßig machen und die anderen Formate, die ich mir da so ausdenke, die mache ich mit Sendern. Aber die Filme nur noch Crowdfunding-mäßig. Nur so funktioniert es nicht. Die Vor- und Nachteile von Crowdfunding und YouTube, wenn ich doch auch mit großen Sendern arbeiten könnte. Der inhaltliche Vorteil, den diese Crowdfunding-Geschichte mit sich bringt, nämlich, dass ich bei so einem hochpolitischen Thema wie einer Besetzung freischnauze reden kann, ohne mit 1000 abnehmenden Redakteuren und Journalisten zu diskutieren, ob das jetzt sauber ist, ob man das so sagen kann, ob man da nicht journalistisch Regeln bricht, damit es immer glatter und glatter und glatter geschliffen wird und am Ende von meiner Emotion nicht mehr so viel übrig bleibt. Der Preis dafür, dass ich das nicht mache und diese Crowdfunding-Geschichte mache, ist, dass einfach nicht so viel Geld rumkommt, wenn ich nicht sage, check die Infobox und geb Geld. Ja, es liegt halt daran, was den Leuten einfach, also wir sind es alle nicht gewohnt oder wir nehmen so viel als selbstverständlich hin, gerade in dem Bereich, im kreativen, künstlerischen Bereich, nehmen wir vieles so als selbstverständlich hin und dass das irgendwie schon finanziert wird und er jetzt als einzelner Filmemacher leidet dann halt runter, wenn er nicht explizit darauf hinweist, dass er dafür bezahlt werden muss. Jetzt lange mit mir rum, wie gehe ich jetzt damit um? Schlüssel ich das alles auf? Ich erzähle es euch jetzt einfach One-Take-mäßig, dass bei mir nach diesem Film so schön diese Gefühle sind von ich habe geheult bei dem Film, es hat mich so berührt und so weiter, so schön die Selbstwirksamkeit ist, so sehr bleibt bei mir ein ungutes Gefühl damit, dass ich für diesen Film nicht adäquat bezahlt bin. Und das ist mein unternehmerisches Risiko, im Vorfeld den Leuten zu versprechen, ich werde dich ganz normal bezahlen. Herr Kameramann, du kriegst dein Geld. Ja, kriegst du auch. Ich habe ja jetzt auch kein Geld verloren. Ihr habt ja so viel gespendet. Danke nochmal. Aber das, was er hier anspricht, ist wichtig. Er geht natürlich das Risiko ein, im Zweifel an Projekten auch Verlust zu machen. Er hat das große Vorteil, wenn das jetzt wahnsinnig gut gelaufen wäre, hätte er viel mehr Gewinn gemacht. Aber, wie er sagt, er muss das dann halt auch sehr direkt kommunizieren, dass er dafür bezahlt werden muss, damit es überhaupt deckend ist. Und man muss dazu sagen, er ist jetzt auch nicht winzig klein. Er hat 60.000 Abonnenten. Wenn man jetzt gerade neu in der Branche ist und gar keine Abonnenten hat, dann geht das eigentlich gar nicht. Weil, also, dann hat man ja die gleiche Arbeit, aber man hat halt keine 180.000 Aufrufe, sondern halt 1.000, 2.000. Und dann deckt sich das überhaupt nicht. Normal bezahlen kann. Aber ich will ja auch normal bezahlt werden. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn ihr mir gerne noch was spenden wollt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn jeder nur noch mal 2-3 Euro, was weiß ich, ein kleines Bier mir noch mal rüberflankt, per PayPal, dann würde ich auch mit einem besseren Gefühl aus dieser echt Hardcore-Produktion rausgehen, weil das war echt schon anstrengend. Ja, in diesem Sinne. Euer liebstes Kapitalistenschwein Hubi Koch. Ey, er ist doch gar kein Aktivist, er will nur die Kohle, so ein Wichser. Ja, sehr, sehr spannendes Video, weil es genau diese innerliche Zerrissenheit, diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle im Filmbereich und so weiter sehr, sehr gut illustriert. Ich kenne das von vielen Gesprächen mit unseren Mandanten. Hubertus, falls du das siehst, dieses Video, du wirst wahrscheinlich wissen, dass es dir nicht alleine so geht, sondern dass das ein grundsätzliches Problem von vielen Kreativen ist, die auch aus einer wirklichen Überzeugung etwas machen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe die Doku nicht gesehen. Ich bin nur wegen dem Geldthema auf dich aufmerksam geworden. Aber das fand ich auch ganz spannend. Ich werde mir auf jeden Fall deine Doku anschauen. Aber da dieses Video für mich schon so spannend und interessant war und weil ich grundsätzlich natürlich freie, kreative Künstler und so weiter gerne unterstützen möchte, bekommst du gerne von mir auch deinen Anteil. Da ich weiß, dass du Umsatzsteuer zahlen musst, bekommst du von mir den super nerdigen schiefen Betrag von 119 Euro, das sind dann minus 19% Umsatzsteuer, ziemlich genau 100 Euro netto Umsatz. Und ja, viel Spaß, vielen Dank für deine Arbeit, Hubertus. Ich schaue mir jetzt deine Doku an und ihr, liebe Zuschauer, ihr könnt euch gerne auf unserem Kanal noch ein bisschen weiter umschauen. Wir sind Steuerberater speziell für Freiberufler und Selbstständige und veröffentlichen regelmäßig Videos rund um die Themen Finanzen, Buchhaltung, Steuern und so weiter. Deswegen fand ich dieses Video auch und diesen Einblick sehr, sehr spannend und ihr könnt euch einfach mal auf unserem Kanal umschauen und zum Beispiel dieses oder dieses Video anschauen.
ja, also ich bin freier Journalist und dann schreibe ich ein Konzept und sage, hallo, wie findet ihr das? Und dann sagen die, gut, reichen wir ein, wir fragen nach Geld. Dann sagt die ARD, Radio Bremen, hier sind x-tausend Euro. Dann sagt Radio Bremen, das ist dein Redakteur, du produzierst das, wie viel Geld willst du? Dann sage ich, ich will so viel Geld, plus noch ein bisschen. Und dann sagen die, kriegst du nicht. Dann sage ich, plus noch ein bisschen oder ich mach's nichts. Und dann sagen die, okay, du machst es.